Hallo! Ja, hier ist Neko. Willkommen zurück zu Zork, der Großinquisitor. So, das letzte Mal habe ich einen Gastkommentator gehabt, und zwar Romani Nairu PPT. Und der hat mir diese schönen Texte hier vorgelesen. Tja, und danke nochmals dafür. Und ja, so, ich werde jetzt aber gleich einmal dann die Uni verlassen, denn viel kann ich hier nämlich nicht mehr machen, zumindest jetzt noch nicht, außer diesen wunderschönen Brunnen hier bestaunen. Tja, und wie das Wasser schön plätschert. Tja, aber egal. So, denn ich werde Uni nämlich nicht durch dieses Fenster oder durch dieses Fenster verlassen, sondern wie es ein normaler Heldin macht, durch den Haupteingang. Ja, dann öffne dich Türe. Und hinaus! So, wieder angekommen in der bodenlosen Grube, und da ist auch das Fenster, durch das ich vorhin eingestiegen bin. So, die Uni ist verschwunden. Ganz mysteriös. Ja, mal schauen. Wie du siehst, gibt es die Universität in unserer Raumzeit überhaupt nicht. Sie befindet sich in einer Paralleldimension namens ätherische Ebene von Atrii, die wir Zauberer dummerweise mit kalorienreichen Törtchen, abgehalfterten Kinderstars und Frettchenbesitzern teilen müssen. Ach, da sind die alle hingekommen. Na, das ist gut zu wissen. Ja, okay, wie er schon erklärt hat, die Uni gibt es in dieser Dimension nicht. Also die existiert nur in einer Paralleldimension. Außer dieser wunderschönen Brunnen. Tja. Okay, was ist da? Ein Haufen. Hey! Gratis-Dreck. Gratis-Dreck, jawohl. Okay. Ich habe ja die Schaufel vorhin auch noch bekommen, und die werde ich jetzt gleich mal benutzen, denn sie hat ja einen gewissen Zweck. Eine Schaufel. Ja, zum Schaufeln. Man denke sich nichts dabei. So, und da ist irgendetwas drinnen, aber was? Zauberspruch. Kendall. Vereinfacht Instruktionen. Tja, okay. Danke, Haufendreck. Ja, und der Gratis Dreck war ja doch zu etwas gut. Okay. Egal. So, ich will hier weg. Lass uns hier verschwinden, ja? Ja, schnell. So, die Karte und rein damit. Und ich will wieder zur Kreuzung. Ach, das ist einfach cool gemacht, dass die Karte gleich in die Hand geht. Am besten ja, aber wenn sie gleich ins Inventar wieder zurückgeht. Aber egal. So, denn ich war nämlich... Hier war ich, glaube ich, überall schon. Ja, dreh dich in eine Runde. Zwar hier war ich noch überhaupt nicht. Große Untergrundbahn. Ja, mal schauen. Eine Marke. Ein Einwurfschlitz. Aber wie soll das ohne Marke in Einwurfschlitzspruch funktionieren? Tja, wie nur? Ich habe keinen Spruch. Tja, was ist das gut? Mal überlegen. Ganz konzentriert jetzt. Wo könnte man am besten eine U-Bahn-Marke benutzen? Ja, wo nur? Tja, hier vielleicht? Das wollte ich auch gerade vorschlagen. Tja, ich hab's auch gemacht. Die Untergrund-Untergrundbahn. Eine U-Bahn, eine politische Gruppierung, eine U-Bahn und eine politische Gruppierung. Und wohl auch noch im Betrieb. Ja, das will ich doch sehr hoffen. Okay. Ja, für das war diese U-Bahn-Mark gedacht. Wer hätte das gedacht? Tja, okay. So, jetzt kann ich natürlich die Treppe so oft wie ich will benutzen. Gott sei Dank brauche ich nicht immer so eine U-Bahn-Marke. Ja, ich bin jetzt im Untergrund und so weiter. Ja, was ist da? Mögen Sie es heiß! Nehmen Sie die U-Bahn zum Hades! Wer wagt, gewinnt! Spielen Sie zum Teufel! 500 Zock mit oder ewige Verdammnis! Sie bestimmen den Weg! Tja, die Zock-Lotterie! Mutige Seelen gesucht! Ja, oder auch dumme. Wer weiß das schon so genau, zum Teufel. Ja, okay, anscheinend gibt es hier eine Zock-Lotterie und... Tja, mal schauen, ob ich die finde. Ja, egal. Dann wieder zurück, 500 Zock mit gibt es dafür. Die will ich unbedingt haben. So, was ist da? Okay, wir fahren mit der roten Linie östlich bis zur gelben Linie. Dort steigen wir dann in die... keine Ahnung.
Tja, ich auch nicht so wirklich. So versteht er. Erstens, finden Sie das gewünschte Reiseziel anhand der Karte. Zweitens, verify Fellows. Ja, okay, das sieht man jetzt nicht so gut. Egal. Und da unten steht noch, gute Reise. Tja, warum auch immer er mir das wünscht. Tja, also diese U-Bahn-Karte erinnert mich sehr an einige in der normalen Welt. Ja, aber egal. So, ich habe einen Zauberspruch gefunden, zwar im Dreck. Ja, gratis Dreck. So, vereinfacht Instruktionen, Kinder. Dann mal anwenden. Na also, wenn ich mich nicht irre, musst du jetzt nur noch raussuchen, wo du hin willst. Dich am Rand der Plattform aufbauen und dich auf den Zusammenstoß vorbereiten. Zusammenstoß? Aber egal. So, jetzt. Erstens, finden Sie das gewünschte Reiseziel anhand der Karte. Zweitens, Taste drücken. Gute Reise. Okay. Ja, wenn alle U-Bahn-Karten so einfach wären wie diese hier, unter diesen Zauberspruch hätte ich auch gerne diesen Kinder. Aber egal. Ich könnte zur Deichanlage Nummer 3, Hades. Oder zum Kloster. Ja, und bei der Kreuzung bin ich jetzt zurzeit. Ich will natürlich zum Hades als erstes. Hades, pünktlich, ja. Und zwar wegen dieser Zocklotterie. Aber ich will mich mal aufstellen. Dann genieß mal die schöne U-Bahn-Fahrt. Ich sollte dich wohl warnen. Die Untergrund-U-Bahn, also es gab da diverse Sparmaßnahmen und dann, sind sie nicht mehr dazu gekommen, die Bremsen einzubauen? Ja, ganz toll. Okay. Das Ding bläst dir die Stirnhöhlen sauber. War das jetzt echt schön? Die U-Bahn-Fahrt. Und diese Hand. Ja. Oh, da kommt sie noch genau. Sie da hier vorbei bläst. Ja, Gott sei Dank hat sie mich jetzt nicht mitgenommen. Ich werde mal zurücktreten. Vorsichtshalber. Und ja, jetzt bin ich im Hades angekommen. Und da ist schon wieder genau der U-Bahn-Plan. Kann ich weiter. Und ich finde sie einfach gut gemacht, die Säulen. Oh. An Untergrund. Ja, da geht's weiter. Was macht der da? Hallo? Hey, Spargeltarzan! Was liest du denn da? Ja. Wie man sich selbst hypnotisiert? Scheint zu funktionieren. Bist wohl auf dem Weg zum Hades nicht weitergekommen. Was hast du denn da genau? Wie man sich selbst hypnotisieren kann. Tja, Methode 04, Schritt 1, lass das Pendel schwingen. Schritt 2, beobachte das Pendel. Schritt 3, lass dich hypnotisieren. Methode 05, was? Ein Hammer? Okay, ja. Du warst wohl wahnsinnig gescheit, dass du dir das angetan hast. Naja, dann lass ich dich mal kurz noch weiterlesen. Ich lese dabei etwas anderes vor. Und zwar die Reisen des Captain Zahab. Tropfen Wasser, doch keine Speisung im Laderaum. 2 Wochen länger und ich hätte den Verstand verloren. Gleich einer Fata Morgana sah ich Eilande, wo keine waren, und schwor den Horizont zu sehen. Hügel erhoben sich aus dem Wasser, direkt vor meinen Augen. Erst dachte ich, es läge an dem ganzen Urin, den ich getrunken hatte. Ich sandte ein Ding hier aus. Nur eine Stunde später kollidierte unser Schiff mit einem Felsen, gefolgt von einem ohrenbetäubenden Krach. Was für ein Schrecken mag diese Insel wohl bergen. 12. Dismembur. Wir fanden die Überreste des Dingi auf einer kleinen Insel. Der einzige Überlebende war in einem Wahn verfallen, rannte umher und verstopfte die Nasenlöcher irgendeiner Bestie. Hä? Ich schrieb seine letzten Worte hier nieder. Vielleicht wird jemand daraus schlau. Wir wollten die Kokosnuss aus seinem Rachen ziehen, doch er merkte es, sein Zorn war fürchterlich. Ja, okay, das war jetzt wahrscheinlich nicht so gut, aber egal. So, ja, 12. Dismembur, das kennen wir ja schon. Und zwar, das sind die Monate, und zwar, wir haben ja auch den Februar gehört. Das ist wirklich gut gemacht. Und da steht ja schon etwas von einer Kokosnuss, die später noch wichtig sein wird.
Tja, es sind überall Anspielungen auf die weiteren Geschehnisse zu fahren. Und du, was hast du da noch? Ist das das, was ich glaube? Vorsicht! Der Teufel spielt um hohe Einsätze. 500 Sorgmits gegen ewige Verdammnis. Wir ja. sagen, du solltest an dieser Stelle vielleicht abspeichern. Ja, sollte ich wohl. Aber vorher noch. Glück oder Tod, Tod oder Glück. Eins bringt der Teufel über dich. Winde dich durch mein Netz am Stück. Versag dreimal und deine Seele geht an mich. Okay, ja. So, bevor ich das alles mache, speichere ich natürlich. Und zwar hier. Komm. Haris. Spiel mit dem Glück ist nämlich nicht immer so gut. So, dann mal schauen. Das erste Mal versorgt. Nee. Natürlich will ich versagen, ich will die Sterbesinne. Das mit den Text dazu haben. Bäh. Feldfrei rubbeln. Ihre Seele entschwindet aus ihrem Körper, so wie es die Abmachung mit dem Teufel vorsieht. Sie sind für alle Zeiten verdammt. Sie schlagen die Zeit mit endlosen Tiraden gegen die Ungerechtigkeit des Schicksals tot. Und kackern dabei seltsam hysterisch. Außerdem betreiben sie hobbitmäßig Kunststücken. Sie sind tot. Sie haben 187 von 1000 Punkten erreicht. Damit verdienen sie den Rang Schwarzer Messdiener. Das ist toll. Mhm. Okay, ich habe Kunststücken gelernt. Tja, und kackern anscheinend auch. Ganz toll. Und ich bin ein Schwarzer Messdiener. Hm. So. So, das war der Tod. Bei dem Freiruppen hat es ja, ich will laden. Und diesmal will ich es auch so schaffen, dass ich nicht versage. So, ich glaube, das war hier entlang. Darunter? Ja. So, das sieht ja schon ziemlich gut aus. Dann mal schneller. Und ich hab's geschafft! 500 Sorgmits! Juhu! Hier sind drei! 500 Sorgmits! Ja, meins, 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 meins! Sagt er noch etwas dazu? Eine Banknote über 500 Sorgmit! Cash, Dinero, Mücken, Zahlemänner! Bin schon ganz sapplig! Da, und das ist alles meins! Hurra! So, ja! Hast du gut gemacht, dass du hier gestorben bist, dich selbst organisiert und mir das freie Rubel losgegeben hast. So, wo geht's hier zum Hades? Da lang? Okay, danke. Hörst du das? Tausende von Stimmen, die ihr grausames Schicksal beweinen. Vielleicht bin's auch nur ich. Tja, oder auch ich. Oder auch du. Oder auch sie. Wer weiß. So, da ist ein Telefon. Was macht ein Telefon im Hades? Kann man da das letzte Mal anrufen? Bescheid sagen, ich bin tot, hallo, tschüss. Tja, aber egal, das werde ich jetzt nicht benutzen. Denn ich will wieder von hier weg teleportieren. Und zwar will ich jetzt zur Geotech, ja, zur Uni. Okay. Ja, wieder hier an diesem schönen Platz, wo ich den Dreck gefunden habe. Und ja. Ich werde jetzt wieder durch das Fenster einsteigen, denn es ist die einzige Möglichkeit, in die Parallel-Dimension einzudringen. So, okay, da bin ich wieder. Und der Brunnen ist wieder da. Das plätschert und plätschert. So, ich sehe mich mal um. Nette Kuppel. Tor. Ja. Wunderschön. Nee. So, Pokale. Was ist das? Da hinten ist noch was. Nee, noch. Da. Okay. Noch mehr Pokale, umgeworfene Pokale, aber da kann ich eh nichts machen. Da kann ich ihn aufsehen. Unendlicher Gang. Okay, da mal eindringen. Da ist noch ein Standbild. Dann eine Tür. Klopfen, geht nichts. Red Rock! Red Rock. Dies ist eine Zauberuniversität. Alle Türen sind Reiseroff sicher. Na toll, also da kann ich nicht hinein. Durch diese Eingangshalle sind wir zum Unterricht gegangen. Ich war noch nie am anderen Ende. Ende? Nicht? Dann will ich mal schauen. Also da stand ja unendlicher Gang. Was hat das denn so bedeutet? Dieser Gang geht ewig weiter. Fast als wäre er unendlich. Tja, also deswegen. Okay. Ah, ja, den Ausgang sieht man auch nicht mehr. Dann will ich mal schnell zurückhatschen. So, das war der unendliche Gang. Tja,
Was es genau mit Themen auf sich hat, werdet ihr dann das nächste Mal sehen. Ich hoffe, ihr seid dann wieder zu.